Hi, ich bin der Simon von E-Bike News und wir testen heute ein neues E-Bike und zwar das Legend Etna. Das Etna ist ein Mountainbike mit Faltmechanismus. Ein geländegängiges E-Bike zum Falten. Das haben wir mittlerweile schon öfters gesehen. Aber keins der bisherigen Modelle würden wir wirklich als E-Mountainbike bezeichnen. Kann das Legend Etna da etwas dran ändern? Klar, der Rahmen wirkt optisch ein wenig ungewöhnlich, doch ansonsten kann sich der 27,5 Zoller sehen lassen. Mit Federgabel und Dämpfer geht das E-Bike sogar als Fully durch und auch die Maxxis-Bereifung geht stark in Richtung Offroad. Zusätzlich sind hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut und eine Gangschaltung von SRAM. Und der Motor? Der kommt augenscheinlich von Legend selbst, wird aber über die Software des Herstellers Mahle gesteuert und, je nach Version, von einem Panasonic-Akku mit 374 oder 504 Wattstunden mit Energie versorgt. Ja, für ein Mountainbike mit Faltmechanismus ist das Etna vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber dazu erzähle ich bestimmt später noch was. Ich wollte euch mal kurz zeigen, ja, was für eine Ausstattung wir hier verbaut haben. Wir haben hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, eine RockShox-Federgabel vorne. Ah, da war jetzt der Lockout drin. ist ein Fully, ist auch hinten gedämpft. Wir haben ein Mahle-Antriebssystem, was ich ziemlich cool finde. Das ist auch smart mit dem Smartphone vernetzt. Es gibt eine App dazu. Man kann sogar ganz speziell die Fahreigenschaften bzw. die Antriebsleistung, die Motorkennlinie einstellen. Das finde ich ziemlich cool. Eine SRAM 11-Gang-Schaltung. Ja, und es ist wirklich solide ausgestattet. Es ist zwar kein Drehmomentsensor verbaut, sondern ein Drehsensor, allerdings einer mit vielen kleinteiligen Abschnitten. Das heißt, es fährt sich trotzdem sehr natürlich. Und so natürlich wie das Fahrgefühl ist, so verhält sich das Etna auch auf rauerem Untergrund. Dieses E-Bike schluckt die alltäglichen Unebenheiten ohne Probleme weg. Und hätten wir einen Trail vor Ort gehabt, wir hätten das Falt-E-Mountainbike darüber gejagt. Denn so langsam dämmert uns, dass man das Gesamtpaket nicht unterschätzen sollte, nur weil es einen Faltmechanismus hat. Und auch im Antriebssystem steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ich wollte noch ein paar Worte über das Antriebssystem bzw. die Steuerung davon verlieren. Es ist von Barfang ein Drehsensor verbaut. Das heißt, der misst nicht direkt die Kraft, die du ins System reinkriegst und verstärkt die dann, sondern eben sobald die Pedale bewegt werden, wird die Unterstützung freigegeben. Und hier ist es so, dass der Sensor aber sehr kleinteilig funktioniert, was dazu führt, dass das nicht so wie bei ganz günstigen Systemen sehr ruckartig funktioniert, sondern wirklich intuitiv und doch sehr natürlich. Also das ist ziemlich nah an einem Drehmomentsensor tatsächlich dran und ja, fährt sich wirklich gut. Ich will dir auch noch was kurz zu dem Display sagen. Hier ist nämlich so ein kleines Mahle-Display verbaut, was ganz smart über Bluetooth verbunden ist mit dem System. Das heißt, hier gibt es gar kein Kabel oder so. Das gefällt mir wirklich gut. Die Remote-Einheit, die ist verkabelt. Es gibt eine App dazu, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Da kann man eben noch Sachen wie die Motorkennlinie einstellen, auch abhängig von der Geschwindigkeit, und das ist wirklich cool und ja, im Test funktioniert das eigentlich richtig gut. Und eigentlich gibt es auch sonst nichts an dem Legend Etna zu beanstanden. Außer vielleicht, dass Simons Rücken wegen der fehlenden Schutzbleche schon ziemlich eingesaut ist. Wer Touren mit matschigen Passagen plant, sollte hier besser Abhilfe schaffen. Genauso sollte man eine Decke im Kofferraum haben, wenn man das Etna mitnimmt, denn trotz Faltmechanismus mit den 27,5 Zoll Rädern nimmt das E-Mountainbike einiges an Platz im Kofferraum des Kombis ein und bringt mit den Stollenreifen auch ordentlich Dreck mit. Aber du musst nicht unbedingt nur über Stock und Stein fahren, damit das Legend Etna sich lohnt. Im Prinzip ist es ein cooles Alltagsbike für unterwegs.
Ja, das Edna und ich, wir haben jetzt ungefähr 38 Kilometer hinter uns und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Bike. Ich hätte gedacht, dass man das E-Faltrad an dem Mountainbike ein bisschen mehr merkt, das ist aber gar nicht so. Der Rahmen ist ultra stabil, das merkt man auch im Gelände. Das ist steif genug, das ist gut ausgestattet, gefällt mir wirklich gut. Auch die Steuerung, die Antriebstechnik ist gut abgestimmt, dazu habe ich schon was gesagt. Trotz des Tretsensors ist das wirklich sehr dynamisch und funktioniert gut. Wir haben noch 70% Akkukapazität, das heißt, das System ist auch sehr effizient. Zum Einsatzbereich, es ist ein sehr vielseitiges Bike im Prinzip, weil es nicht nur E-Folie und Gelände ist, sondern auch E-City und E-Faltrad. Also ich sehe das zum Beispiel da, wo man ja vielleicht schnell ohne Fahrradträger oder Anhänger oder großes Auto irgendwie hin will und irgendwie eine Tour machen kann. Das kann man damit alles machen. Es ist ultra schnell gefaltet. Auch dadurch, dass man den Lenker nicht irgendwie noch mit abklappen muss. Es gibt nur dieses eine Hauptscharnier. Ja, preislich liegt das bei 2.300 Euro. Es gibt es aber auch manchmal ein bisschen reduziert im Angebot. Manchmal gibt es auch noch einen Code von uns. Gerne mal einfach mal nachschauen. Dann wird das ganze Bike noch ein bisschen günstiger. Im Gesamtpaket gefällt mir das wirklich gut. Es ist gut ausgestattet und ja, kann ich empfehlen.